Klingler, guten Abend. Der dritte Nachtrag zum Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Die Idiokratie droht. Dritter Nachtrag. Von der Demokratie zur Idiokratie oder wohin? Es sind jetzt Gedankenskizzen, ihr könnt euch zurücklehnen, einfach zuhören. Es wird nicht alles vorgelesen, es wird auch nicht zu lange dauern. Ich habe nur aus bestimmten Gründen Zitate aus Wikipedia genommen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Demokratie, also Herrschaft des Volkes. Herrschaftsformen, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen. Sogenannte Volksherrschaften. Dieses wird entweder unmittelbar, also direkte Demokratie, oder durch Auswahl entscheidungstragender Repräsentanten, was einer repräsentativen Demokratie entspricht, an allen Entscheidungen, die die Allgemeinheit verbindlich betreffen, beteiligt. Achtung, direkte ist klar und die repräsentative heißt, da werden Entscheidungen getroffen, die die Allgemeinheit verbindlich betreffen. Aber nicht die Allgemeinheit haben will. Na gut, ist ja auch Wikipedia. Da die Macht von der Allgemeinheit ausgeübt wird, das passt aber hiermit nicht ganz zusammen mit diesem Wort, also da die Macht von der Allgemeinheit ausgeübt wird, sind Meinungs- und Pressefreiheit zur politischen Willensbildung unerlässlich. Weitere wichtige Merkmale einer modernen Demokratie, sind freie und gleiche Wahlen, das Mehrheits- oder Konsensprinzip, Minderheitenschutz, die Akzeptanz einer politischen Opposition, Gewaltenteilung, Verfassungsmäßigkeit, sowie Schutz der Grundbürger- und Menschenrechte, Donnerwetter. Diese liberale Wertebasis, die als solche auch durch Mehrheitsentscheidungen nicht antastbar ist. Also die Mehrheit kann nicht entscheiden, ob wir das so lassen wie bisher. Also diese Basis hier des Rechts, ob wir die so lassen oder nicht, die ist nicht antastbar ist. Und das scheidet sich auch wesentlich von einer Ochlokratie, komme ich dann drauf, Volksrepublik oder Tyrannei der Mehrheit. Ich komme auf diese ganzen Begriffe zu sprechen, es wird spannend. Es gab einen Wissenschaftler, der hieß Tocqueville, und der hat ein Buch geschrieben über die Demokratie in Amerika. Ich lese weiter vor. Das Buch erhielt 1836 den Prix Montyon de l'Académie Française. Also es ist schon ein großer Preis gewesen. Deren Mitglied Tocqueville 1841 wurde und wird heute noch an den Universitäten behandelt. In seiner Analyse der amerikanischen Demokratie arbeitete er die Ursachen für die Art und Weise des Funktionierens der Demokratie in den USA heraus. Also damals funktionierte die scheinbar. Er zeigt die Gefahren demokratischen Regierens, die zu einer Tyrannei der Mehrheit führen könne. Und er beschreibt, wie die amerikanische Verfassung und ihre Verfassungsleben komme ich dann drauf, dann gibt es mehrere Verfassungen, die leben immer wieder neu auf, dieser Gefahr durch Dezentralisation und aktive Teilnahme der Bürger entgegenwirkten. Ich komme auf diesen ganzen Absatz nochmal zu sprechen. Im zweiten Band, also dieses Buchs über die Demokratie in Amerika, im zweiten Band des Werkes machte er dann noch eine weitere Gefahr aus, die für ihn der Demokratie inhärent ist. Also das gehört mit zur Demokratie dazu, Inhärenz. Das gehört direkt mit zum Wort Demokratie, zu dem Gesamtbegriff. Und jetzt kommt's. Die Allgewalt der Regierung, die die Bürger der Eigeninitiative beraubt, sie schrittweise des selbstständigen Handelns entwöhnt und sie so zu unmündigen Privatleuten degradiert, die sich nur um ihre wirtschaftlichen Probleme kümmern. Auch hier zeigt er, dass das alles ganz anders sein könnte. Naja, wir kommen auf das Ganze. Es wird immer spannender. Also ich habe mich heute festgelesen und ich dachte, das sollte man wissen. Als direkte Demokratie,
bezeichnet man und so weiter. Also kurz gesagt, direkte Demokratie, so betrachtet, hat somit zwei Bedeutungen. Sie bezeichnet zum einen eine Herrschaftsform, in der ein Teil der Macht direkt vom Volk in Abstimmungen ausgeübt wird. Ja. Vollständige Machtausübung wären in Abgrenzung dazu Basisdemokratie oder Anarchie. Bei Anarchie dachte ich, oh ja, keine Bange. Ist gar nicht so schlimm. Sie bezeichnen zum anderen einzelne politische Entscheidungsverfahren. Gut, können wir jetzt mal weglassen. Zur Basisdemokratie und dann zur Anarchie. Die Basisdemokratie, sie kommt in den meisten basisdemokratischen Konzepten im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie, die wir in Deutschland haben, ohne Repräsentanten aus. Also Basisdemokratie braucht keine Repräsentanten, da alle relevanten Entscheidungen von den Betroffenen selbst durch unmittelbare Beteiligung getroffen werden. Entweder durch Abstimmung oder direkte Aktion. Direkte Aktion, hört sich gut an. Sofern es in manchen Konzepten Amtsträger gibt, sollen diese unter dem Vorbehalt der ständigen Abwahlmöglichkeit stehen. Ach, das hätte ich fett markieren sollen, so schön wie der Satz sich liest. Basisdemokratie, das sieht manchmal im Fußball so aus, ne, wegen dieser ständigen Abwahlmöglichkeit. Nee, da wird man bloß gefeuert als Trainer. Gut, Anarchie bezeichnet einen Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. Anarchisten wollen die Gesellschaft sich selbst regeln lassen, etwa über Räte, freie Übereinkunft oder rein funktionale Entscheidungen. Mit den Worten von Pierre-Joseph Proudhon, hoffentlich habe ich es richtig gesagt, Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. Nanu, hieß das nicht anders? Zur Erklärung, landläufig wird Anarchie auch mit einem durch die Abwesenheit von Staat und institutioneller Gewalt bedingten Zustand gesellschaftlicher Unordnung, Gewaltherrschaft und Gesetzlosigkeit angenommen und vor allem in vielen Medien häufig den eigentlichen Sinn verfälschend im Schlagwort Chaos und Anarchie verwendet. Die tatsächliche Bezeichnung für einen solchen Zustand ist jedoch Anomie. Gut. Also Anarchie an sich, die Idee ist gar nicht so, dass man sagt, hier ist nur noch Chaos. Nein, nein, nein. Ordnung ohne Herrschaft. Wenn es Räte gibt, naja, da haben wir ja schon wieder die Gefahr, finde ich jetzt, da bin ich kein Wissenschaftler und sehe die Gefahr trotzdem, dass diese Räte dann wieder mindestens bestechlich sind. Und naja, gut. Okay, weiter. Aristokratie. An sich finde ich das Wort schön, dann hieß es auch früher Bestherrschaft. Aristokratie bezeichnet die Herrschaft einer kleinen Gruppe besonders befähigter Individuen, wobei die Art der Befähigung nicht näher bestimmt ist. Die ursprüngliche Wortbedeutung ist Herrschaft der Besten. Kleine Anmerkung wieder. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass die AfD sich als die befähigsten Individuen bezeichneten. Okay, es sind studierte Leute, viele, wohingegen die derzeitig Regierenden fast mittlerweile gar keine Berufsabschlüsse mehr haben, sondern Berufspolitiker geworden sind und von der Schulbank, wo sie auch nicht viel lernten, dann gleich ab in die Politik gegangen sind. Nehmen wir nur ein Beispiel, wir hatten mal einen Außenminister in Geschmack, der hieß Fischer, der hatte keinen Schulabschluss. Und da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Aber jetzt zurück, nochmal Aristokratie. Herrschaft einer kleinen Gruppe besonders befähigter Individuen. Bis dahin gut. Allerdings, wobei die Art der Befähigung nicht näher bestimmt ist. Vielleicht sollte man sagen, okay, wer wirklich die besten und wirklichen Schulabschlüsse gemacht hat, der könnte zu den Besten gehören. In der Praxis wurde die Eigenschaft, zu den Besten zu gehören, häufig mit der Zugehörigkeit zu einer adligen Oberschicht gleichgesetzt. Also, da ja Aristokratie, Aristo, das Beste, so ähnlich ist es übersetzt, hat mich damals schon fasziniert, aber im Allgemeinen mich dann dieser adligen Zustand abgestoßen, denn die haben sie ja letztens alles nur gegenseitig zugeschoben. Ich füge jetzt mal schon zur Erklärung etwas ein, das ist spannend. Grundformen der Verfassungen nach Polybios, also es war ein griechischer Philosoph und der hat sich gesagt, nach dem, was er beobachtet hatte,
wechseln die Verfassungen, er sagte Verfassungen dazu, sagen wir einfach Herrschaftsformen, hintereinander weg. Und zwar Anzahl der Herrscher, einer, für das Gemeinwohl dienend, ist es eine Monarchie. Jetzt könnte man sagen, ja, wirklich, der König, der hat sich doch nur bereichert. Aber es gibt auch viele Erzählungen von Monarchen, die von ihrem Volk geliebt wurden, weil sie wirklich nur im Sinne des Volkes handelten. Die Herrschaftsform des Eigennutzes, aber wenn nur einer herrscht, wäre Tyrannis. Ich komme da nochmal genauer drauf. Wenn einige herrschen, und die Besten hier zum Beispiel, die sich so bezeichnen, Aristokratie. Oligarchie sind auch einige, die herrschen, aber die denken nur an sich selber. Russische Oligarchen, sagt euch das was, ne? Leute, die richtig Knete haben und die letzten Endes das Land beherrschen. Gut. Jetzt Anzahl der Herrscher, alle herrschen, das wäre eine Demokratie oder die Ochlokratie, komme ich dann noch drauf. Kurz zur Oligarchie bei Platon, damals so verstanden. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man auf die ursprüngliche Wortbedeutung schaut, denn da steckt sehr viel Wahrheit drin. Ist die gesetzlose Herrschaft der Reichen, die, ne, Oligarchen, die nur an ihrem Eigennutz interessiert sind. Sie fällt wie die Aristokratie unter die Herrschaft der wenigen. Ne, einige wenige herrschen, Aristokraten, die eigentlich dem Gemeinwohl dienen, zumindest sagen sie es zu Anfang, und dann die Oligarchen. So, und die Grundformen der Verfassung, die wechseln sich nach Polybios immer wieder ab. Also aus der Monarchie wird eine Tyrannis, dann irgendwann reicht es dem Volk oder wie auch immer, irgendjemanden, die nächste Form sollte dann Aristokratie sein, aber da die alle bestechlich sind, wird es eine Oligarchie, dann reicht es den Leuten wieder, die beherrscht wurden und vielleicht wird eine Demokratie draus. Wir haben alle was zu sagen und letzten Endes kommen wir dann gleich zu diesem Wort. Vorher aber noch zur Monarchie. Monarchie, Machtbefugnisse der betreffenden Personen können je nach Form der Monarchie variieren. Also dieses Spektrum reicht von fast keiner, also eine parlamentarische Monarchie. Ich glaube, so ähnlich sieht es in England aus. Über eine Verfassung begrenzte, eine konstitutionelle Monarchie bis hin zu alleiniger, uneingeschränkter politischer Macht, absolute Monarchie. Der König sagt, was richtig ist, keiner hat ihm reinzureden. Die entartete, illegitime und despotische Form der Monarchie ist die Tyrannis. Gut. Zusätzlich wird zwischen Erb- und Wahlmonarchie unterschieden. Also ich finde es spannend, wenn sich ein Volk seinen König selber wählen kann und sagt, wir können unter dem leben. Da komme ich aber auch noch drauf. In Erbmonarchien wird der Herrschaftsanspruch des Staatsoberhauptes in der Regel auf eine göttliche Bestimmung zurückgeführt. Mit sakralen Elementen. Gut, lassen wir das. Tyrannis, kurz, ich habe es ja schon angesprochen. Merkmal ist die unumschränkte Alleinherrschaft eines Machthabers, des Tyrannen. Wie war das zu Dionys? Dem Tyrannen schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Na, und so weiter. Die Grundlage dafür war keine herkömmliche Legitimation, also niemand hat es erlaubt, sondern nur eine faktische, meist auf Gewalt beruhende Machtbesitz, den in manchen Fällen die Volksversammlung gebilligt hatte. Das sieht mir aus wie Hitler, ne? Er tat so, er hat die Macht an sich gerissen, es wurde ihm auch zugeschoben und ja, das Volk, zumindest der damalige Reichstag, ließ sich eiskalt so absetzen und raus. Komplimentieren. Naja, gut. Aber das sind alles bloß Gedanken. Wir wollen ja letzten Endes aus den vielen Fakten dann etwas machen. Ne? Verbinden der Fakten heißt ja Denken. Grundsätzlich herrschte in der antiken Staatstheorie seit Platon die Vorstellung, dass jede an Gemeinwohl orientierte Herrschaftsform ein entartetes, nur an den Interessen der Herrschenden orientierendes Gegenstück habe. Also jede Herrschaftsform, da gibt es eine gute, also Gemeinwohlinteressierte, hat auch ein Gegenstück. So wie eben schon gesagt. Na, gucken wir mal. So, und das fasste man dann auch als den sogenannten Kreislauf der Verfassungen zusammen. Und relativ neu war die von Machiavelli, der da sagte, alle genannten Formen sind daher unheilbringend. Alle. Und zwar wegen der Kürze des Lebens der drei Guten. Also die drei, die eben schon mal aufgezeigten, habe ich hier nochmal zusammengefasst, die halten sich nicht lange.
Und wegen der Verderblichkeit, nicht weil sie selbst verderben, sondern weil sie andere verderben, der drei Schlechten. Nochmal, im Zusammenhang, alle genannten Formen sind daher unheilbringend. Und zwar wegen der Kürze des Lebens der drei Guten und wegen der Verderblichkeit der drei Schlechten. Deshalb vermieden die weisen Gesetzgeber, diese Mängel erkennend, jede der drei guten Regierungsformen an und für sich und erwählten eine aus allen dreien zusammengesetzte. Viva la combinación. Naja. Diese hielten sie dann für die festeste und dauerhafteste, da Monarchie, Aristokratie und Demokratie in einem und demselben Staate vereinigt sich gegenseitig überwachen. Ob das so funktionierte? Gucken wir uns nochmal schnell die drei Herrschaftsformen an oder den Kreislauf der Verfassung, ne? Also Gemeinwohl, Monarchie, Aristokratie, Demokratie, die Guten, die aber nicht lange halten. Wie sagte er doch? Wegen der Kürze des Lebens, ja, also die nicht lange halten. Und die, die alles andere verderben, nicht, dass sie selber verderben und nicht lange halten, sondern die alles andere, nämlich die Beherrschten, kaputt machen, verderben. Das sind die drei. So, zu diesem Wort Ochlokratie. Puh. Ochlos. Deutsch Menschenmenge, Masse, Pöbel. Herrschung. Herrschen. Deutsch auch Pöbelherrschaft ist ein abwertender Begriff für eine Herrschaftsform, bei der eine Masse ihre politischen Entschlüsse als Mehrheit oder durch Gewalt durchsetzt. Es spricht keiner davon. Aber es sollte uns langsam zu denken geben. In der älteren Literatur findet sich gelegentlich als Synonym das Wort Laokratie. Gut. Ja, und wenn man dann wörtlich übersetzt, heißt das Laokratie, also dann kommt in Wikipedia das Wort Volksherrschaft und das ist ein Link und wenn man darauf geht, dann ist man wieder bei der Demokratie. Ja, wenn das Volk aber ungebildet ist, so wie diese Gefahr, die der Franzose da beschrieben hat, wenn das Volk aber ungebildet ist, ja, dann wird aus der Demokratie was, eine Ochlokratie oder eine Idiokratie? Das war ja die Überschrift. Nochmal, hier sind sie, die Formen. Ich habe es extra nochmal hingeschrieben. Es ist nur wirklich ein Kreislauf? Es sah in der Geschichte so aus, ja. Aber Ochlokratie und Idiokratie passt gut zusammen, ne? Nochmal, was in dem Buch steht über die Demokratie in Amerika, Tocqueville. Er zeigt die Gefahren demokratischen Regierens, die zu einer Tyrannei der Mehrheit führen könne. Er hat das Wort hier nicht gesagt, aber haben wir diese nicht mittlerweile? Sind wir nicht in Amerika auf dem besten Wege dahin? Und er beschreibt, wie die amerikanische Verfassung dem da entgegenwirken? Ich stelle große Fragen, denn mittlerweile hat das nicht funktioniert. Gut, das war damals 1833. Im zweiten Band, ich erinnere nochmal, die Allgewalt der Regierung, die die Bürger der Eigeninitiative beraubt, das ist die zweite Gefahr. Sie schrittweise des selbstständigen Handelns entwöhnt und sieht so zu unmündigen Privatleuten degradiert, die sich nur um ihre wirtschaftlichen Probleme kümmern. Und ich ergänze, und bei Kochsendungen aus dem Kochstudio und Fußball und ein bisschen Bier und ein bisschen Grillen sich sonst ganz gut gehen lassen. Tja, ist es ein Kreislauf? Ist es der Kreislauf, Idiokratie? Kommt die als Ochlokratie? Ist es ein Kreislauf? Schreibt es in die Kommentare, aber bleibt beim Thema. Rumschimpfen bringt keinem was, das lösche ich. Ist zu schade. Also, lasst uns darüber diskutieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit, bin mal gespannt, was kommt und wünsche euch einen schönen Abend. Wie geht's weiter nach dem derzeitigen Zustand? Das war so meine Frage. Also, beste Wünsche. Tschüss.